Wir haben in der Lehre des Buddhas genaue Anweisungen. Aber das ist auch noch nicht eine Garantie dafür, dass irgendetwas mit uns geschieht. Wir müssen sie uns auch merken. Und dann müssen wir sie noch üben. Und dann müssen wir noch Geduld mit uns selber haben, Durchhaltevermögen und eine gewisse Fähigkeit auch zu erkennen, ob die Übung funktioniert hat oder nicht. Aber der Buddha hat sich selbst nur als Wegweiser bezeichnet. Weiter gar nichts. Alles andere müssen wir selbst machen. Jeder Schritt, den wir auf dem Weg machen, bringt Gewinn. Einen ganz anderen Gewinn, als wir auf der materiellen Ebene kennen. Auf der materiellen Ebene kennen wir den Gewinn des Bekommens, des Mehrwerdens, des Wichtigseins, des Unterstütztwerdens, des Geliebtwerdens, des Anerkanntwerdens. Auf der spirituellen Ebene haben wir einen ganz anderen Gewinn. Der größte Gewinn ist effektiv die innere Ruhe. Die meisten Menschen wissen überhaupt nicht, wie sich das anfühlt. Das ist ein vager Begriff, der überhaupt keine Substanz in sich hat, weil es unbekannt ist. Wie kann man etwas kennen oder verstehen, was man noch nie erlebt hat? Daher muss man üben. Wenn man mit dem, was in seinem Inneren vorgeht, nicht zufrieden ist, wenn diese innere Sehnsucht besteht, dann muss man üben. Und jeder Schritt ändert das Innenleben. Und das ist das, was uns der Buddha überliefert hat. Eine Änderung unseres inneren Empfindens. Auf vielen Ebenen der Methode, auf vielen Ebenen, die wir erleben können, wir werden darüber auch anhand der Meditation sprechen. Aber hier erst einmal das, was die Meditation unterstützt und überhaupt erst einmal eine Grundlage bildet, um meditieren zu können. Ich habe gestern Abend gesagt, Meditation ist eine spirituelle Disziplin, die aber nicht alleine stehen kann. Das wird sehr oft geglaubt, angepriesen und in mehreren verschiedenen Zeitschriften annonciert. Funktioniert überhaupt nicht. Der ganze Mensch gehört zu der Meditation. Nicht nur so ein kleines Teil, kleiner Teil von uns, der sich eventuell mal konzentrieren kann. Ein kleiner Teil von uns kann sich nie konzentrieren. Es muss der ganze Mensch sein, der sich konzentrieren kann. Und der ganze Mensch hat ja noch andere Fähigkeiten oder Schwierigkeiten als Konzentration oder Nichtkonzentration. Alles muss angesprochen werden. Es hat überhaupt keinen Sinn zu glauben, dass wir tagsüber, den ganzen Tag mit unserem Geist und unseren Emotionen machen können, was wir wollen. Negativ sein, uns ärgern, ablehnen, Widerwillen haben, nicht aufpassen, keine Achtsamkeit üben und dann uns vielleicht abends oder morgens aufs Kissen setzen und meditieren können. Das ist absurd. Und es hat überhaupt gar keinen Sinn, es zu probieren. Es ist viel besser, erst einmal zu probieren, den Geist und die Emotionen so zu läutern, dass wenn man sich aufs Kissen setzt, man genau weiß, dass die Möglichkeit besteht, dass dieser Läuterungsprozess uns unterstützt. Nun haben wir wie in einem Kurs wie diesen die Möglichkeit der Läuterung sehr deutlich und können sie auch
in Anspruch nehmen, wenn uns klar ist, was wir tun können und wie wir das tun können. Da sind zwei Wege. Ich werde erst einmal einen ansprechen, nämlich den der Emotionen. Und dann werde ich ein andermal die Läuterung des Geistes, der Gedanken, der Geistesformation auch ansprechen. Dieser Läuterungsprozess ist natürlich nicht nur für die Meditation unumgänglich nötig, sondern er ist die Rettung der Menschheit. Wir glauben, dass wir unsere Umwelt verschmutzen durch Gase und Plastik und Pappen und was sonst wir alles noch wegwerfen. Stimmt, aber wir verschmutzen sie noch viel mehr durch unsere Emotionen. Und für die gibt es keinen Ablageplatz, wo wir sie loswerden, sondern solange wir sie haben, gehen sie ein in das kosmische, universelle Bewusstsein und sind dort immer wieder zu finden. Sollten wir selbst unser Altpapier wieder verwenden können und das Plastik auch wieder verwenden können, die unheilsamen Emotionen werden auch immer wieder verwendet. Immer wieder. Und darum sieht die Menschheit und das Leben auf diesem Erdball so aus, wie es aussieht. Und da anzunehmenderweise alle von euch Fernsehen und Zeitung lesen, braucht man wohl nicht weiter darauf einzugehen, wie es aussieht. Der einzige Fehler, den wir immer wieder machen, ist, dass wir glauben, das sind andere, die das tun. Wir sind alle voneinander abhängig. Die heutige Quantenphysik hat uns gezeigt, dass es überhaupt keinen Beobachter mehr gibt, nur noch Teilnehmer, Interaktion. Das alte Muster von Newton und Descartes, wo der Beobachter etwas erkannt hat, ist nicht mehr gängig. Aber, selbst wenn wir es wissen, wer tut's? Und das hat sich nicht geändert in 2500 Jahren. Und daher ist die Lehre des Buddha genauso aktuell heute, wie sie je war. Denn die menschlichen Schwierigkeiten sind die gleichen geblieben. Auch wenn wir noch so technisch fortgeschritten sind, auf der spirituellen Ebene könnte man vielleicht sagen, dass von Fortschritt überhaupt nicht die Rede sein kann. Eher das Gegenteil. Wir haben unsere Werte auf etwas anderes gelegt. Wir haben unsere Werte auf das Materielle gelegt. Die Technik, der Fortschritt. Da, wo unser Schatz ist, da geht auch unser Herz hin. Wenn es heute uns klar geworden ist, dass in diesem Technik und Fortschritt überhaupt kein Fortschritt besteht, dann ist der Moment gekommen, wo wir uns auf eine andere Ebene begeben können. Und das ist jetzt. Und diese andere Ebene müssen wir aber selbst erarbeiten und beschreiten. Auch in der Technik müssen wir uns selbst erarbeiten und die Ebene beschreiten. Wie viel mehr auf der spirituellen Ebene. Die Umweltverschmutzung, über die wir jammern, mit Recht jammern, geht von uns aus. Wir können das Gegenteil auch tun. Wir können unsere Umwelt so läutern, dass wir zum Beispiel selbst eine Quelle von Freude und Glück sind. Und wenn wir uns das einmal vornehmen sollten, als ein Sinn unseres Lebens, so wäre das eine ganz wunderbare Richtung, die wir einschlagen können. Wir können aber nur eine Quelle sein von Freude und Glück, wenn wir dieses Quellwasser in uns schon gereinigt haben. Sonst haben wir keine Quelle.
sondern mehr einen sumpfigen Fluss. Auch wenn wir es noch so gern hätten, dass es anders wäre. Der Buddha hat von 4 Emotionen gesprochen, die die einzigen sind, wert zu haben. Sie heißen auf Pali die 4 Brahma-Viharas. Das heißt auf Deutsch die göttlichen Verweilungsstätten. Und das bedeutet, dass sollten wir diese 4 in uns vollkommen perfekt gemacht haben, dass wir das Paradies auf Erden erleben. Aber ich möchte nicht, dass das falsch verstanden wird, dass wir jetzt, wenn wir uns hinsetzen und sagen, so, das stimmt, das mache ich jetzt, irgendetwas perfekt wird. Es ist ein Übungsweg. Es ist eine Praxis. Es ist etwas, was uns Sinn und Richtung im Leben gibt. Es ist etwas, das durch Üben immer einfacher wird, viel leichter und beschwingter in uns selbst. Aber ideal und perfekt ist der Erleuchtete. Und davon gibt es reichlich wenige. Und das ist auch nicht nötig, zu diesem Perfekten hinzuschauen. Denn wenn wir das tun, und viele Menschen haben die Tendenz bei allem, was sie machen, es muss perfekt sein, dann sind wir sehr leicht geneigt, uns selbst zu tadeln. Das hat auch überhaupt keinen Sinn. Ob wir uns selbst tadeln oder jemand anders, ist auf jeden Fall negativ. Tadeln hilft gar nichts. Einzige, was hilft, ist ändern. Dieser Übungsweg, dieser 4 göttlichen Verweilungsstätten, ist etwas, was wir durch die liebende Güte Meditation, die liebende Güte Kontemplation ansprechen, aber was wir im täglichen Leben von morgens bis abends üben müssen. Jeder Mensch, den wir treffen, ist ein Übungsfeld. Und manchmal funktioniert es natürlich überhaupt nicht. Das ist auch in Ordnung. Denn nur wenn man sich selbst auf diese Art und Weise kennenlernt, kennt man die Welt. Der Buddha hat gesagt, das ganze Universum, ihr Mönche, liegt in diesem klafterlangen Körper und Geist. Sobald wir uns selbst kennengelernt haben, wissen wir, was mit jedem anderen auch genauso geschieht. Und wenn wir dann für uns selbst und unsere Schwierigkeiten Mitgefühl haben, nicht Mitleid, sondern Mitgefühl, dann ist es uns möglich, für andere auch zu haben. Solange wir kein Mitgefühl mit uns selbst haben, sondern uns vielleicht tadeln oder aber gar nicht wissen, dass wir praktizieren müssen oder andere beschuldigen, ist es unmöglich, für andere Mitgefühl zu haben. Denn das, was wir mit uns selber tun, das tun wir mit jedem anderen. Das, was wir in uns selber erkennen, erkennen wir in jedem anderen. Unsere Umwelt ist unser Spiegel. Wir können in einem Spiegel nur das sehen, was davor steht. Wir können in anderen nur das sehen, was wir in uns selbst schon gefunden haben. Und darum sagen wir auch, nur ein Buddha erkennt einen Buddha. Nur ein Erleuchteter erkennt einen Erleuchteten. Denn wir wissen ja überhaupt gar nicht, wie sich das anfühlt, erleuchtet zu sein. Aber wir wissen ganz genau, wie es sich anfühlt, ärgerlich zu sein, ablehnend zu sein, anhänglich zu sein, anzuhaften. Kennen wir alles. Und daher können wir das in jedem erkennen. Und wenn wir dann das in einem anderen erkennen, so ist sofort die erste vernünftige Reaktion, aha, das habe ich wohl selbst. Es kann natürlich sein, dass man es selbst einmal gehabt hat. Dann kommt Mitgefühl hoch. Wenn aber eine Ablehnung hochkommt, da kann man ganz sicher sein, dass man es noch hat. Wenn es schon darüber hinaus ist, gibt es nur Mitgefühl. Mitgefühl
ist die zweite Emotion von den vieren. Ich werde sie erst einmal beim Namen nennen. Die erste wird im Allgemeinen liebende Güte genannt. Aber ich nenne sie unpersönliche und bedingungslose Liebe, weil das viel klarer ausdrückt, um was es eigentlich geht. Die zweite ist Mitgefühl, dritte ist Mitfreude und die vierte ist Gleichmut. Gleichmut nimmt eine ganz besondere Stellung ein, die ich vielleicht ein andermal beschreiben werde. Erst einmal die erste, die unpersönliche, bedingungslose Liebe. Selbstverständlich weiß jeder, dass es was Gutes sein muss zu lieben. Aber was wir wissen und was wir können, ist so weit voneinander entfernt, dass man noch nicht einmal sagen kann, dass wir es wissen. Weil es auf Ebenen liegt, die sich überhaupt nicht treffen. Was wir unter Liebe verstehen, ist noch nicht mal annähernd das, was der Buddha darunter versteht. Es ist ein schwacher Abklatsch davon. Und kann natürlich als eine Möglichkeit verwendet werden, um sozusagen in einem Samenbeet die Samen zum Blühen zu bringen. Aber was wir unter Liebe verstehen, hat nichts damit zu tun, was der Buddha darunter versteht. Was wir unter Liebe verstehen, und es ist ein geladenes Wort, weil wir so viel Falsches auch noch darunter verstehen, ist im Allgemeinen der nahe Feind. Der ferne Feind ist Hass, das ist ganz klar. Und der nahe Feind ist Anhänglichkeit. Und das verstehen wir im Allgemeinen unter Liebe. Festhalten, anhänglich sein. Und was passiert dabei? Da haben wir die 1:1 oder 1:2 oder 1:3 zwischenmenschlichen Beziehungen und hängen an diesen Menschen fest und haben Angst, sie zu verlieren. Angst ist Hass. Wir können nur Angst vor dem haben, was wir hassen. Das heißt nicht, dass wir diese Menschen hassen. Es heißt ganz einfach, dass wir die Möglichkeit des Verlustes hassen. Und diese Möglichkeit des Verlustes ist uns ganz klar. Auch wenn wir es nicht zugeben wollen. Wenn wir es zugeben wollen, sind wir schon einen Schritt weiter. Wenn wir es noch nicht zugeben, dann sind wir noch in einem ziemlich massiven inneren Aufruhr. Dieser innere Aufruhr kann verschiedene Richtungen einschlagen, kann auch sich in Gleichgültigkeit verwandeln, im schlimmsten Falle. Aber der innere Aufruhr kann unmöglich etwas mit wahrer Liebe zu tun haben. Diese zwischenmenschlichen Beziehungen, wo wir uns 1, 2, 3 oder 4 Menschen vielleicht aussuchen, aus einem Menschheitsfamilie von 6 oder noch mehr Milliarden, ist absurd. Es ist eine derartige Begrenzung unserer Herzensfähigkeit, dass wir nie das Potenzial unseres Herzens kennenlernen. Der Schatz, der in unserem Herzen vorhanden ist, die Liebesfähigkeit, lernen wir auf die Art und Weise niemals kennen. Bleibt uns immer ganz fremd. Denn wir alle haben die Fähigkeit zu lieben. Und es ist die einzige Fähigkeit, wofür unser Herz, das spirituelle Herz natürlich, gedacht ist. Alles andere, was es mit seinen Emotionen macht, sind Fehlschläge. Nun sind im menschlichen Leben oft Fehlschläge, das ist klar. Die braucht man nur zu erkennen als einen Fehlschlag und dann weitermachen. Es bedeutet nicht, dass wir nicht das Gegenteil können. Es bedeutet nicht, dass es tadelnswert ist. Es bedeutet ganz einfach, dass das Herz noch nicht gut genug erzogen ist. Wie wir klein waren, haben unsere Mütter versucht, uns zu erziehen. Recht und schlecht. So gut es eben ging. Bei keinem geht's perfekt. Wie ich bereits sagte, perfekt ist nur der Arahant und der ist im Allgemeinen nicht mit Kindererziehung beschäftigt, was vielleicht auch noch etwas verdeutlicht.
so dass wir durch diese ehemalige Erziehung uns vielleicht einmal vorstellen können, was es bedeutet, ein Kind zu erziehen, auch wenn wir es selber noch nicht gemacht haben sollten. Der Buddha hat uns alle als Kinder bezeichnet, ganz egal wie alt wir sind. Er hat gesagt, wir sind wie Kinder, die in einem brennenden Haus sitzen und ihre Spielsachen nicht loslassen wollen und daher nicht sich aus diesem brennenden Haus entfernen wollen. Unsere Spielsachen sind das, woran wir anhängen, unsere Anhänglichkeiten. Jeder weiß ganz genau, was er am liebsten mit hinausschleppen würde, sollte sein Haus Feuer fangen. Dieses Haus, das brennt, ist die Bezeichnung für Samsara. Samsara ist die Runde der Wiedergeburten. Immer wieder hier sein. Und brennen tut es darum, weil andauernd irgendetwas ist, was uns nicht beglückt, nicht inneren Frieden verschafft. Immerzu irgendwelche Reaktionen, irgendetwas, was wir noch wollen, werden wollen, sein wollen, haben wollen, bekommen wollen. Irgendwas, was immer es sei. Wenn man das alles durchschaut hat, kann man, genau wie dieser kleine Affe, der da in der Falle war, einmal loslassen. Aber da gibt es noch eine wunderschöne Geschichte darüber. Und diese Geschichte ist von Nasruddin, ein Sufi-Meister, der berühmt dafür war, für seine absurden Lehrreden und Lehrtätigkeit. Eines Tages schickte er einen seiner Jünger zum Markt und sagte, er solle ihm eine Tüte voll Chilis kaufen. Und der ging und hat ihm gekauft und hat sie ihm zurückgebracht. Und dann hat Nasruddin einen Chili nach dem anderen gegessen. Und allmählich wurde sein Gesicht ganz rot, die Nase und die Augen fingen an zu tränen und er hat angefangen husten, Atem zu verlieren. Nach einiger Zeit sagte der Jünger zu ihm, sag einmal Meister, dir geht's doch gar nicht gut mit diesen ganzen Chilis, wieso hörst du denn nicht auf damit? Dann sagt er, ich warte auf eine Süße. Das sind wir. Irgendwo muss doch noch was Süßes sein. Wir haben es zwar schon so oft gekostet, und immer war am Ende es doch nicht so, wie es sein sollte. Aber wir reden uns ein, es wird schon noch was zu finden sein. Natürlich ist dieser Anschauungslehrunterricht, den der Nasruddin gegeben hat, noch viel beeindruckender als nur die Geschichte. Aber wer gibt sich schon dafür her? Die Möglichkeit der Freiheit ist für uns alle da. Aber wir müssen loslassen. Wir müssen verstehen, um was es geht. Die Liebesmöglichkeit und Liebesfähigkeit, die wir in der Familie erleben, ist sozusagen das Samenbeet, aus dem man lernen kann, wie man dann die Samen zur Blüte bringen kann und dann in die Weite damit gehen. Nun hat der Buddha die Anweisungen, die er uns gegeben hat, sind so, dass er gesagt hat, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, ob jemand liebenswert ist, ob uns jemand zurücklieben will, ob überhaupt jemand da ist, ob jemand geliebt werden will. Es ist vollkommen gleichgültig. Das Einzige, was bedeutsam ist, ist die Liebesfähigkeit des Herzens so zu entwickeln, dass es nichts anderes mehr empfinden kann. Das ist der Übungsweg. Nun ist natürlich dieser Übungsweg nicht einfach und so können wir ihn im täglichen Leben mit den Menschen praktizieren, die vor uns stehen. Und wenn wir das wirklich praktizieren und üben und das Gefühl der Zuneigung, des Herzenswärme
Diesen Menschen gegenüber empfinden, wird es uns eines Tages selbstverständlich sein, dass das Herz nichts anderes empfindet. Dazu gehört das Verständnis für die Zusammengehörigkeit. Wenn wir dieses Verständnis erst einmal versuchen, so weit zu bringen, dass uns ganz klar wird, dass wir erstens einmal alle gleich sind. Wir atmen alle die gleiche Luft. Sollte diese Luft uns abgeschnitten werden, sind wir ganz schnell alle tot. Wir haben alle die gleichen Gliedmaßen. Wir haben alle die gleichen Wünsche. Wir haben alle den gleichen Geist. Einziger Unterschied ist, wie lange wir ihn schon trainiert haben. Und der Unterschied ist im Allgemeinen minimal. Und sonst, jeder glaubt, er ist eine eigenständige Persönlichkeit und alle anderen sind die anderen. Man stelle sich mal einen Moment vor, ob man vollkommen allein, ohne jegliche Unterstützung von irgendeinem anderen Menschen leben könnte. Wie macht man das? Ist es überhaupt möglich, sich einmal so abzusondern, dass überhaupt kein anderer Mensch einem mehr nahe kommt? Es ist überhaupt gar nicht möglich. Wir sind allein dafür, dass wir am Leben bleiben, aufeinander angewiesen. Und dass wir aufeinander angewiesen sind, bringt mit sich, dass wir auf einer oberflächlichen Ebene im Allgemeinen uns so gegenseitig gegenüber benehmen, dass es noch einigermaßen geht. Auch das bricht natürlich öfter zusammen, aber es geht im Allgemeinen noch. Aber das hat nichts mit Liebe zu tun. Die einzige Hoffnung, die wir haben, dass die Menschheit auf diesem Erdball bestehen bleibt, ist, wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu lieben. Nicht, weil wir liebenswert sind. Derjenige, der liebt, ist genauso wenig liebenswert wie derjenige, den er liebt. Darum geht's überhaupt nicht. Das sind Werturteile. Das sind Beurteilungen und Verurteilungen, die allein darauf basiert sind, was wir für richtig und wichtig halten. Und der Buddha hat sowieso gesagt, dass alle unsere Ansichten und Meinungen nicht stimmen, weil sie auf der Ich-Illusion aufgebaut sind. Sie sind relativ zu verwenden, aber nicht absolut. Und auf dieser relativen Ebene können wir natürlich beurteilen und verurteilen. Und das tun wir auch ständig, und wir sind ständig damit beschäftigt. Aber wenn wir einmal anfangen, was ich gestern Abend bereits erwähnt habe und jetzt noch einmal erwähnen möchte, mit dem Herzen zu hören und auch zu sprechen, dann brauchen wir nicht zu beurteilen und zu verurteilen. Es ist nicht nötig. Denn unser Herz hat nicht dieses analytische, logische Wissen, was unser Geist hat. Nun ist es leider so, dass wir hier im Westen besonders viel Geisteserziehung genossen haben. Es wird auch anerkannt, wird gut bezahlt. Man ist jemand, was natürlich genau gegen den spirituellen Pfad spricht. Aber die ganzen Institutionen, die wir haben, um den Geist zu schärfen und ihm Wissen beizubringen, sind in keiner Weise vorhanden, um dasselbe für das Herz zu tun. Es gibt keine Herzschulen. Müssen wir also selber machen. Und dieses selber machen für die Schulung des Herzens ist ein Prozess, der tagtäglich vor sich geht und der genau mit dem Etikettieren und dem Ersetzen zu tun hat, wie ich es gestern Abend erklärt habe für die Meditation. Erkennen, erst einmal erkennen, was sich da innen abspielt und dann vielleicht einen Namen geben. Und denn dieses Namen geben macht es noch deutlicher. Wenn ich zum Beispiel etwas empfinde, was negativ ist und ich gebe den Namen Ablehnung, dann wird mir vielleicht klar, dass das nichts Gutes sein kann, ohne
dass ich mich noch damit beschäftige, wieso ich den anderen ablehne. Im Allgemeinen beschäftigen wir uns damit, wieso wir ihn ablehnen. Er ist dumm, er ist nicht vernünftig, macht keine vernünftigen Sachen, er gefällt mir nicht, er ist mir unsympathisch, was immer wir uns einreden. Aber statt uns einmal das alles einzureden, ist das total unnötig. Nur einmal das Wort Ablehnung. Und vielleicht genügt das schon, um uns klar zu machen, dass wir das ersetzen können. Der Buddha hat es Ersetzen mit dem Gegenteil genannt. Ist natürlich nicht ganz einfach. Wenn ich jetzt jemand ablehne, ist es nicht ganz einfach, den nun nächste Minute zu lieben, ne? Das ist ein bisschen hochgegriffen. Aber zumindest können wir vielleicht Mitgefühl in uns hochbringen, basiert auf Mitgefühl für uns selbst. Vielleicht können wir Mitgefühl für unsere eigene Ablehnung haben. Denn die fühlt sich ja gar nicht gut an. Diese eigene Ablehnung fühlt sich unangenehm an, gelinde gesagt. Es kann auch viel mehr als unangenehm sein. Es kann einem heiß dabei werden. Man kann sich Geschichten ausdenken, wie man diesen Menschen eigentlich mal beikommen wird, dem einem da nicht gefällt. Lauter Möglichkeiten der Feindseligkeiten, die alle nur in unserem eigenen Gedankengut entstanden sind durch die Emotionen der Ablehnung. Wenn wir das also mit Mitgefühl für uns selbst ersetzen können, dann ist es möglich, Mitgefühl für den anderen zu haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir uns nicht selbst lieben, können wir keinen anderen lieben. Ganz egal, was wir uns einreden. Wir können uns so viel einreden, jede Menge. Die meisten Menschen reden sich ein, sie können sehr gut andere lieben, nur nicht sich selbst. Liebe ist unteilbar. Entweder das Herz empfindet sie oder nicht. Man kann Anhänglichkeit haben an andere. Aber wirkliche Liebe ist nur möglich, wenn man sich selbst liebt. Sich selber lieben bedeutet nicht, sich alles zu gönnen, was man sich leisten kann. Das wäre ein heller Wahnsinn. Das ist sogar das Gegenteil von sich selbst lieben. Sich selbst lieben bedeutet, ein warmes Gefühl der Geborgenheit für sich selbst im Inneren zu schaffen, indem man wohl seine Schwierigkeiten und Fehler erkennt, aber nicht sie tadelt, sondern genau weiß, dass man auch das Gegenteil lernen kann. Wenn man ein Kind erzieht und es macht Fehler, und es gibt wohl kaum ein Kind oder es gibt überhaupt kein Kind, das keine Fehler macht, und man beschimpft es die ganze Zeit, dann kommt überhaupt nichts bei raus. Diese Fehler können erkannt werden und immer wieder bestätigt werden, dass es auch anders geht. Genauso müssen wir mit uns selbst umgehen. Liebevoll, geduldig, anerkennend für alles Gute, akzeptierend von all dem, was in uns vorgeht. Und dann haben wir eine Grundlage, auf der wir aufbauen können, um anderen genauso zu begegnen. Diese zwischenmenschlichen Begegnungen, die ständig stattfinden, immer wieder stattfinden, sind sozusagen das Gewebe, aus dem unser Alltag besteht. Es gibt kaum jemand, der nicht diese Begegnungen hat. Vielleicht sogar nicht tagtäglich, die meisten Menschen schon. Es ist wie ein Gewebe. Und dieses Gewebe zerreißt andauernd. Dieses Gewebe ist sehr häufig zerlöchert, schmutzig. Es hat keine Schönheit. Wir selber weben das Gewebe. Wir können es schön machen. Das bedeutet nicht, anderen Menschen zu schmeicheln. Schmeicheln ist nicht auf Wahrheit aufgebaut. Es bedeutet einfach, das Herz zu öffnen mit Liebe, warmer Zuneigung, Mitgefühl, Erkennen der Schwierigkeiten und ein Akzeptieren
des Menschen, so wie er ist. Das Letztere ist das Schwierigste. Aus dem Nicht-Akzeptieren der Dinge, so wie sie sind, entstehen alle unsere Probleme. Dass wir uns selbst ändern können, davon haben wir bereits gesprochen. Dass wir dadurch die Welt ändern, ist klar. Aber einen anderen zu ändern oder die Dinge zu ändern, so wie sie sind, das ist ein Unterfangen, was keinem gelingt. Das bringt nur Unruhe. Ich hätte gerne etwas, was anders sein soll, als es ist. Wir haben als Mensch ein unendliches Potenzial, unendliche Möglichkeiten. Und im Allgemeinen kennen wir kaum etwas davon. Wir begrenzen unseren Horizont mit unseren eigenen Körperbegrenzungen. Das bin ich und alles andere ist außerhalb von mir. Und dem stehe ich gegenüber und fühle mich natürlich gefährdet. Denn wie kann ein einzelner, winzig kleiner Mensch, der noch nicht mal die Größe eines Staubkorns hat, in diesem Universum sich sicher fühlen, in der Immensität, in der wir leben. Wenn wir aber erkennen, wie wir alle zusammen sind, die Interaktion und die Teilnahme, dann sieht das ganz anders aus. Wir haben dieses Gefühl der Gefährdung nicht. Teilnahme ist deutlich erkennbar. Wenn jemand in ein Zimmer kommt und er ist wütend, wir sind in dem Zimmer, der braucht nichts zu sagen. Wir spüren, dass er wütend ist. Und es kann sehr leicht sein, dass wir auch wütend werden, weil wir denken, dass der unangenehm ist, also wir wütend auf ihn. Wenn jemand in ein Zimmer kommt, in dem wir sind, und er ist voll Liebe, Zuneigung, Hilfsbereitschaft, der braucht auch nichts zu sagen, spüren wir auch ganz deutlich. Und es kann sehr leicht sein, dass wir diese Eigenschaften dann auch in uns hervorbringen. Wir sind Teilnehmer miteinander. Wir glauben immer zu beobachten. Aber das, was wir beobachten, ist bereits ein Teil von uns. Und wir können es überhaupt nur beobachten, weil es ein Teil von uns ist. Durch die Meditation wird es leichter, dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit zu bekommen. Dazu muss man aber natürlich konzentriert sein. Und das kann man natürlich nicht von jedem erwarten. Und wie ich bereits sagte, soll überhaupt keiner von sich selbst erwarten. Daher müssen wir auf allen Ebenen vorgehen, nicht nur auf der Ebene der Konzentration. Sollten wir die Ebene der Konzentration verbessern können und beschreiten können, so erleichtern wir uns vieles. Auch diese Möglichkeit der Erläuterung der Empfindungen. Aber wir müssen es auch auf der Ebene des Gefühlslebens hier im Kurs zum Beispiel praktizieren. Wenn uns eine Idee hochkommt, dass der, der neben uns sitzt, zu viel rumruckelt, stört mich, mag ich nicht, und dann eine ganze Geschichte sich dabei noch entwickelt, was der sich eigentlich denkt, der stört mich ja furchtbar. Gleich ändern, ersetzen und nicht mit Mitleid, das ist der nahe Feind von Mitgefühl, sondern erst einmal Mitgefühl mit sich selbst haben. Auch mir geht es öfter nicht so gut, dem geht es wahrscheinlich gerade nicht so gut. Mitgefühl auf beiden Ebenen, für sich und den anderen. Wenn irgendetwas nicht passt, sofort anschauen, sagen, wer hat mir was versprochen? Die Dinge sind so, wie sie sind. Das Herz öffnet sich dem Menschen, den Dingen, der Natur, den Tieren, allen gegenüber. Ich kann alles liebend umarmen. Immer wieder erkennen und ersetzen. Hier ist es uns leicht gemacht, diesen Läuterungsprozess vorzunehmen, weil sehr wenig geschieht, Äußerliches. Innerliches geschieht genug. Der Geist denkt,
Die Emotionen sind vorhanden, die kennenlernen und immer wieder dorthin zu richten, wo es ein Glück und eine Freude als Quelle für alle ist. Dieser Läuterungsprozess ist nicht nur für uns selbst. Wir können ihn nur für uns selbst vornehmen. Es ist unmöglich, den, der neben uns sitzt, zu läutern. Der hat genug mit sich selbst zu tun. Wir können nur uns selbst läutern. Aber es wird eine Quelle für alle. Die Anhänglichkeit als naher Feind muss erkannt werden. Denn diese Anhänglichkeit ist, so wie der Buddha es nannte, eine Fessel. Der Buddha hatte einen kleinen Sohn, der hieß Rahula, hat ihn Rahula genannt. Und Rahula bedeutet die Fessel. Hat erkannt, dass diese Anhänglichkeit uns fesselt. Wenn wir diese Anhänglichkeit loslassen können, dann können wir richtig lieben. Die Menschen, an denen wir vorher angehangen haben. Das ist kein einfacher Prozess, aber erlernbar. Und wenn wir die wahre Liebe, das, was aus dem Herzen fließt, ohne Grund, ohne Bedingungen, erlernen wollen, dann müssen wir auch erlernen, diese Anhänglichkeit loszulassen. Das ist natürlich ein gewaltiger Schritt. Wir fangen mit den einfachen Dingen an und nennen das die Kunst des Möglichen. Das, was uns möglich ist. Jeder muss wissen, was ihm möglich ist. Jeder weiß auch, was ihm am wichtigsten ist. Und jeder weiß auch, wo er am meisten anhängt, festgehakt ist und was das bedeutet. Jede Mutter und Vater von Kleinkindern wissen, was es bedeutet, die Angst, dass dem Kleinkind etwas passiert. Bei vielen ändert sich das auch nicht, wenn das Kleinkind ein Großkind geworden ist. Geht immer so weiter. Das ist keine Liebe. Das ist eine Anhänglichkeit verbunden mit unangenehmen Gefühlen. Aber da wir sie alle so genau kennen, diese unangenehmen Gefühle, und sie auch schon immer gehabt haben, glauben wir, so sollte es sein. Aber was kommt dabei raus? Unangenehme Gefühle. Kein Frieden, kein Herzensfrieden. Und da kein Herzensfrieden herrscht, herrscht auch kein Frieden auf der Welt. Mitgefühl hat als fernen Feind Grausamkeit, das ist einfach zu verstehen. Aber naher Feind ist Mitleid. Mitleid ist Absonderung. Sich von dem anderen abzusondern. Und vor allen Dingen ist es noch etwas, es ist auch Mitleiden, weil das Leid des anderen an einen das eigene Leid erinnert, daher leidet man mit und man hat dann zwei Leidende statt einem. Und wenn man zwei Leidende hat, dann kann der zweite dem ersten auch nicht behilflich sein. Mitgefühl ist etwas ganz anderes. Es ist Verständnis, Akzeptanz und kann sehr häufig auch Hilfsbereitschaft sein und Hilfsfähigkeit sein. Das kommt darauf an, wie weit man sich selbst schon geläutert hat. Mitleid ist eine Absonderung von dem anderen, wo wir sehr häufig auch das Gefühl haben, tut mir zwar furchtbar leid, aber ich bin froh, es ist mir nicht passiert. Hat jeder schon empfunden. Vielleicht nicht zugegeben. Zugeben ist total menschlich. Und dann versuchen zu ändern. Wir werden es nur wirklich ändern können, wenn wir unser eigenes Dukkha erkannt haben. Dukkha ist ein Wort, was sehr schwer zu übersetzen ist, und ich werde es daher wahrscheinlich als einziges Wort auch auf Pali beibehalten. Es bedeutet Leid, Kummer, Schmerz, Jammer, Schwierigkeit, Probleme, aber vor allen Dingen bedeutet es, alles, was uns nicht zufriedenstellt, die Unerfülltheit im Herzen.
Das Unerfülltsein, das ist Dukkha. Es heißt also, es bedeutet also, dass es alles mit einschließt. Und gerade bei Mitgefühl können wir es überhaupt nur wahrhaftig empfinden, wenn wir wissen, wie viel Dukkha wir selbst haben. Es muss nicht genau dasselbe Dukkha sein, was der andere hat. Es kann einen anderen Namen haben. Hat ja auch sehr häufig einen anderen Namen. Aber deswegen ist es genauso Dukkha. Mitgefühl gehört mit zu der Praxis und Übung der Läuterung des Herzens. Und die Läuterung des Herzens ist notwendig, absolut notwendig, für die Hingabe. Die Hingabe ist notwendig zur Meditation. Dieser Läuterungsprozess ist automatisch durch Konzentration. Aber wir können ihn auch während des Tages und sollten ihn auch während des Tages benutzen und bearbeiten und sehen, wie viel Erleichterung uns das bringt. Die Erleichterung, die uns das geläuterte Herz bringt, ist gar nicht zu benennen. So stark kann sie sein.